Im letzten Heimspiel von Kapitän Nicolas Feldhahn, deshalb trugen alle beim Aufwärmen die Nummer 5, müssen die Bahn-Amateure vorlegen und die Spielvereinigung Bayreuth unter Druck setzen. Nur wenn die U23 des Rekordmeisters in Rot heute Wacker Burghausen schlägt, besteht weiterhin eine Mini-Chance auf den Titel. Die Gäste, zuletzt aber auch gut drauf, wollen selbst noch den dritten Platz in der Endabrechnung ergattern und sie versuchten vor den rund 1100 Zuschauern auch sofort den Party-Crasher zu spielen. In einem Abspielfehler der Hausherren visiert Felix Bachschmidt aber nur die Unterkante der Latte an. Doch auch die Bayern nach dieser Hallo-Wach-Pille sofort auf Betriebstemperatur. Emilia Metu versucht da Markus Schöller mit einem Schuss aufs kurze Eck zu überraschen, der Burghausener Keeper aber hellwach. Ansonsten hatten die Bayern eingangs durchaus ihre Problemchen mit dem aggressiven Pressing der Gäste. In der 15. Minute können sie die Burghausener Linien jedoch mal überspielen. Schlussendlich wird Lukas Copado aber dann im letzten Moment noch entscheidend geblockt. Nach und nach bekamen die Hausern die Partie besser unter Kontrolle, waren optisch überlegen, richtig zwingend wurden sie aber nicht. Und so sah insgesamt nicht viel nach einem Torerfolg aus, dann aber die 40. Minute. Bachschmidt über rechts, Hereingabe eigentlich harmlos, aber was macht Johannes Schenk denn da? Der Bayern-Keeper lässt den Ball durchrutschen zum 0:1. Ganz bittere Pille für den 19-Jährigen. Kurz vor der Pause dann nochmals Amindo Sieb mit einer Einzelaktion, aber wieder ist Schöller da. Und so roch es nach 45 Minuten hier im Grünwalder nach der Sofameisterschaft für Bayreuth. Und der Duft wurde 5 Minuten nach wieder am Pfiff deutlich intensiver, denn da setzt sich Jerome Leubli über links durch. Seine Reingabe kann Andrea Bosniak noch nicht verwerten, aber von der anderen Seite kommt die Kugel nochmals rein durch Noah Baye. Und im zweiten Anlauf ist der Kroate dann doch zur Stelle 0:2. Bayern jetzt konsterniert und Wacker nutzte das sofort nochmals eiskalt aus. Agbaye wird dann nicht entscheidend angegriffen und so versenkt er nach 53 Minuten die Kugel links unten zum 0:3. Doppelschlag für Burghausen und in Bayreuth sicherlich zu dem Zeitpunkt keiner mehr auf dem Sofa, sondern schon beim Shampoos holen. Wenig später hätte Dennis Ade per Freistoß fast sogar noch das vierte gemacht. Die Bayern brauchten ein paar Minuten, kamen dann durch Copado zu einer sehr guten Chance auf den Anschluss. Doch in der 66. Minute, da knallte Ade, dessen Freistoßschlenzer untouched den Weg ins lange Eck findet, endgültig den Deckel auf diese Partie. Danach plätscherte das Spiel mehr oder minder seinem Ende entgegen. Bosniak hätte eigentlich sogar noch das fünfte für die Gäste machen müssen. Die Bayern versuchten bis zum Ende noch mal einiges, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, waren aber nicht vom Glück verfolgt. Schade, weil wir waren wie heute Vormittag auch in einer brutal guten Stimmung. Sind wir nicht gut reingekommen in das Spiel. Danach haben wir eine unglückliche Tor bekommen. Danach klar mit dem Ergebnis, wir müssen mehr riskieren. Wir haben heute nicht einen Punkt gebraucht, sonst reich. Haben wir probiert mit Rakete zu spielen, noch einen Offensivspieler nach vorne gebracht. Am Ende hat nicht funktioniert. Ja, wir mussten weiter aggressiv spielen. Ich meine, Bayern hat eine unglaubliche Qualität mit Ball. Und du darfst sie nie zu viel spielen lassen. Das haben wir, fand ich aus meiner Sicht, sehr, 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 sehr gut gemacht heute. Und die Jungs sind wirklich an die Grenzen gegangen. Und im Endeffekt war es dann auch sehr verdient für uns. Ja. Die Entscheidung im Titelrennen ist damit gefallen. Burghausen krönt durch diesen Erfolg Bayreuth zum Meister und meldet selbst Ansprüche auf Rang 3 an. Für die Bayern bleibt in dieser Saison nur der Vizetitel.